Ihr durftet im Community-Tab letzte Woche aussuchen, welches Thema ihr als nächstes sehen wollt. Wie ihr wisst, ich habe mir hier 2,8 Hektar Land gekauft und habe jetzt einen YouTube-Zuschauer hier zu Besuch, der jetzt hier schon seit fast einem Monat lebt. Und wir haben mit eurem Projekt angefangen. Ihr habt euch für das Projekt Food Forest entschieden und für den Bau eines Teiches. Und der soll tatsächlich jetzt hier hinkommen. Das heißt, wir müssen hier erstmal ordentlich aufräumen. Dazu wird es dann aber ein extra Video geben. Dieses Video wird jetzt so eine Art wie meine Spendenvideos. Ich möchte es aber auch umbenennen in Zuschauervideos, weil ich das jetzt wirklich hier für meine Community, für euch alles mache. Es hat sich echt extrem viel gewandelt, vor allem in den letzten 3-4 Wochen. Und ich habe jetzt erstmal ein bisschen Zeit gebraucht, mich neu zu sortieren, ein neues System zu entwickeln. Wir sehen hier jetzt den Gästebereich. Ich krieg so Glücksgefühle, ich finde es so, so geil. Der ein oder andere kennt das Video auf meinem Kanal, wo ich die Outdoor-Küche hier gebaut habe. Das habe ich dann alles abgebrochen und habe sie oben gebaut. Und jetzt bin ich froh, dass es hier verwendet wird. Und tatsächlich lebt jetzt hier einer von euch, einer meiner YouTube-Zuschauer. Und 2 weitere YouTube-Zuschauer sind gerade in Frankreich mit dem Fahrrad auf dem Weg zu mir. Und ich finde es so geil, mit euch zu interagieren. Videos. Von daher gibt es jetzt mal ein Update, was alles passiert ist. Vor 4 Tagen hat es so extrem krass geregnet, wie ich es noch nie hier in Portugal erlebt habe. Erstens viel, viel, viel zu früh. Ich habe mit so einem Regen erst im Oktober gerechnet. Aber ich habe hier noch Zeit, einen Tag vorher 2 Dämme geschafft zu bauen. Ursprünglich hatte ich vor, die ganze Strömung lang hier überall solche Dämme zu bauen. Ich hoffe, ihr seht es. Und sie halten, ja, ich würde mal sagen, 10 cm Wasser. 10 cm Wasser auf 10 Meter Länge. Das könnten 1000 Liter sein, die ich jetzt hier mehr habe. Und von hier haben wir auch den Sand geholt die ganze Zeit. Und dieses Holzlager musste ich auch noch, ich glaube, es war 2 Tage vor dem Regen, noch irgendwie retten. Das hat relativ viele Löcher. Das ist nicht wirklich dicht. Ich habe das gebaut, um hier meine Holzstämme für mein Haus zu lagern. Und ja, die Teppiche haben angefangen zu schimmeln. Das musste ich alles neu machen. Das habe ich jetzt auch hier neu gemacht. Kai und Eugen, hier sind übrigens 2 eurer Kisten. Und das ist jetzt noch ein Projekt, das ich vor dem Winter noch weitermachen muss. Ich habe hier mein gutes, gerades Tannenholz verwendet, um das Dach zu bauen. Und ich muss sagen, es ist mir ein bisschen Dorn im Auge. Ich hatte eigentlich geplant, überhaupt keinen Plastik auf diesem Land zu verwenden. Und da muss ich mal gucken, wie das in Zukunft funktioniert. Ich bin ja selber noch am Lernen. Ich will gucken, dass ich alles aus Natur baue. Aber auch wie beim Thema Hausbau, dort werde ich mir ja mein Dach kaufen. Dann hatte ich hier richtig schlecht verpackt oder richtig schlecht geschütztes Holz gelagert, das dann auch angefangen hat zu schimmeln. Ich habe jetzt viele Stämme hier hingebracht. Das sollte eigentlich auch richtig unterdacht werden, weil das soll ja mein Haus werden. Und ich sehe schon die untersten Stämme, die werden von Insekten gefressen. Mal gucken, ob ich die noch verwenden kann. Das ist tatsächlich auch ein Riesenpunkt gerade. Jetzt fängt der Herbst an oder er hat schon angefangen. Und wie immer bin ich nicht drauf vorbereitet. Ich wollte dieses Jahr wirklich gucken, dass ich genügend Dächer baue, genügend Stauraum habe und so weiter. Und ja, hat mich dieser Stromkasten noch auf Trab gehalten. Ihr kriegt wahrscheinlich nächstes Wochenende das letzte Video dazu. Und ganz nebenbei habe ich ja noch das Airbnb und meinen Online-Job als Freelancer, den ich habe und so weiter. Aber jetzt in diesem Video geht es hauptsächlich um Franks Kommentar. Ich blende es euch mal ein. Und zwar soll dieser Bereich hier jetzt so umgebaut werden, dass es auch für anspruchsvolle Gäste gut ist. Also der Kommentar ist wieder so, so geil. Bevor wir aber zu den Spenden kommen, jetzt nochmal eure Chance, hier mit zu interagieren. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr über das Thema Teichbau bzw. Food Forest etc. wissen wollt. Weil dann werdet ihr nochmal so ein genaues, detailliertes, gut geschnittenes Video bekommen, was mein Plan hier ist. Ich erzähle euch jetzt schon mal grob die Idee. Genau hier soll ein Teich sein. Wir sehen, hier ist eine relativ große Steigung, wo es runtergeht. Da wäre es zu schwer für mich, einen Teich zu bauen. Und der Plan ist jetzt erstmal alles aufzuräumen und hier dann praktisch ein Loch zu buddeln, damit die Grenze vom Teich ungefähr hier ist und somit dann diesen ganzen Bereich mit einem Graben bewässern kann. Und dieser ganze Bereich wird dann
Ja, die oberste Schicht, ich würde sagen die Food Forest Schicht Nummer 3. Ihr kennt die Mutterbäume auf Nummer 1, denn hier wo ich jetzt gerade laufe, soll dann Bauholz gepflanzt werden. Ihr seht übrigens der ganze Eukalyptuswald, das ist mein Bauholz, das ich vor 1,5 Jahren wachsen lassen habe und nächstes Jahr ein Haus draus baue. Und auf dieser Terrasse will ich dann hier Haselnüsse etc. machen, Obstbäume. Ups. Die nächste Schicht wäre dann die Buschbereich, das heißt hier kommen dann Dornen hin und hier soll ein Hühnerkäfig. Das war seine Idee. Er wollte eigentlich schon vor einer Woche dort hinten einbauen und wir haben uns jetzt hier für diesen Bereich entschieden. Er hat auch von sich aus einfach diesen Kompost gebaut. Das ist so geil. Übrigens habe ich hier die Philosophie, hier muss niemand arbeiten. Betonung liegt auf muss. Jeder kann hierher kommen, ich sag mal einen Monat auf Probe leben. Und wenn ich dann merke, dass wir den gleichen Arbeitsspirit haben, die gleiche Arbeitsmoral, dann gibt es hier keine Regel. Ihr könnt hier komplett frei sein. Dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mit der ersten Spende von Frank. Du hast mir 50 Euro gespendet und damit motiviert, das alles hier zu bauen. Tatsächlich hatte ich den Ansporn auch für anspruchsvolle Gäste was zu gestalten, aber durch deinen Kommentar und deine Spende wollte ich es richtig gut machen. Und ich muss sagen, es ist ein Haufen Arbeit. Ich habe jetzt eine Deadline von noch 5 Tagen, bis die nächsten Airbnb-Gäste kommen. Bis dahin muss das alles gemacht werden. Problem Nummer 1, heute ist scheinbar der letzte Tag ohne Regen. Und ich möchte hier im Boden verlegen, da darf es nicht regnen. Das heißt, ihr seht in diesem Video nur, was ich heute schaffe. Aber um auf deine Spenden zu kommen, ich habe schon 31,50 Euro ausgegeben. Dafür machen wir eine kleine Zeitreise zurück, 3 Wochen zurück. Gar nicht mal so einfach, die passenden Sachen zu finden. Das kostet auf jeden Fall mal alles über 50 Euro. Aber zumindest mal die Anschlüsse, die habe ich mir jetzt mal zusammengesucht. Die kaufe ich jetzt und dann gucken wir mal, was da übrig geblieben ist und was wir hier noch kostenlos bekommen. 31,50 Euro sind ausgegeben. Jetzt gehen wir hier gerade um die Ecke und gucken mal, was es da umsonst gibt. So, gerade ein paar Meter weiter steht dieses schöne Gebäude. Wir waren hier jetzt schon ein paar Tage am Arbeiten. Und zwar wird es die Tage abgerissen und wir dürfen uns hier frei bedienen. Wir dürfen hier alles nehmen, was wir wollen. Hier ist mein Stuhl zum Beispiel. Wir haben jetzt schon relativ viel gearbeitet. Die ganzen Fenster haben wir rausgenommen. Das heißt, für meinen Hausbau brauche ich keine Fenster mehr. Und ich weiß es schon, hier gibt es auch Badezimmer. Ha, schaut doch mal. Mal gucken, ob wir mehr von denen haben. Ja, ich schaue mich mal um. Ich glaube, es geht noch hoch. Das hat sogar 2 Stockwerke. Nicht die sicherste Treppe, aber schauen wir mal, was hier so kostenlos gibt. Wir haben hier versucht, meine Eingangstür auszubauen und das ist so schade. Ich habe jetzt zwar Fenster, aber hier sind nur Türen gewesen. Aber wir haben den Rahmen nicht rausbekommen. Aber hier sind nur Stromkabel. Schaltkasten. Oh, wir könnten das ganze Dach nehmen, aber das ist leider aus Aspartam. Das will ich eigentlich nicht auf meinem Land haben. Okay, ich würde mal sagen, kleiner Checkpot. Ich weiß nicht, ob ihr gerade so viel seht, aber hier sind irgendwie 5 Badezimmer. In dem Raum ist hier irgendwie ein Badezimmer, aber die Spüle sieht ziemlich dreckig aus. So, lieber Frank, der erste Meilenstein ist schon getan. Die Wasseranschlüsse sind fertig. Noch nicht ganz. Ich muss noch mal einkaufen gehen für deine Spenden. Wir haben hier auf jeden Fall mal Wasser. Jetzt bin ich am Überlegen, entweder einen richtig schönen Wasserhahn zu kaufen. Der kostet ein guter 30 Euro. Es gibt aber nur die Verbindungsstücke für 18 Euro. Damit werden dann deine Spenden aufgebraucht. Wir haben hier noch ein Bidet. Da haben wir schon die Wasserleitung gelegt. Und hier soll ein richtig schöner Baum hin, weil zukünftig wird es hier wahrscheinlich viel Wasser geben. Einmal von der Dusche, einmal vom Waschbecken. Da führt ein richtig schönes Abflussrohr hier durch, von dort ein Abfluss. Das heißt, es wird ein richtig geiler Ort hier für anspruchsvolle Gäste. Und jetzt sieht das alles so aus. Ich muss sagen, ich war gestern in der nächsten Großstadt und habe dort einen richtig geilen Wasserhahn für genau 20 Euro gesehen. Das heißt, ich werde den von deinen Spenden kaufen. Und werde das dann wahrscheinlich im nächsten Zuschauer- oder Spendenvideo machen. Aber Wasser funktioniert jetzt mal überall. Ich bin hier, der Duschkopf.
Das Gute ist, jetzt ist Winter und schaut mal, wo dieses Wasser geht dann hier raus. Oh, ich sehe kaputt. Das ist gerade eben passiert. Oh Mann. Tja, da seht ihr, ihr seht nichts. Ich würde sagen, ich mache eine Timelapse rein und dann machen wir dieses schöne Ding zu Ende. So, bevor der Akku leer geht und ich es auflade, zeige ich euch das Zwischenergebnis. Ich glaube, ich habe es euch schon erklärt, aber ich habe das alles jetzt mit so ein bisschen Gefälle gemacht, damit wir hier einen Baum pflanzen können. Damit man schön beim Duschen immer saubere Füße hat und nicht nach dem Duschen immer mattige Füße hat, kommt jetzt hier noch ein Boden hin. Und genau, wie ihr kennt, aus dem Steinmehl vom Marmorhändler und das sind die Schnittreste vom Marmorhändler. Das heißt in diesem Fall alles kostenlos. Et voilà. Und das erste Upgrade ist fertig. Ich habe jetzt hier den Boden verlegt. Das muss ich noch abwaschen und so weiter. Wir haben die Dusche hier angepasst, dass wir die zwei Pfeiler weggenommen haben. Jetzt hat man hier viel mehr Raum, weil meine Idee ist es, hier eine Toilette zu bauen. Jetzt ist es ja hier noch der Eimer, aber dass man praktisch da reinläuft und dort dann so einen Einjahreskompost machen kann. Uns ist wieder was Krasses aufgefallen. Seht ihr das ganze Wasser hier? Das kommt hier aus der Erde raus. Das heißt, da ist scheinbar eine Wasserader. Und mein toller Mitbewohner hat das alles mal sich genau angeschaut. Und hier ist irgendetwas. Das sieht schon fast aus wie ein Brunnen oder so. Und er ist die ganze Strömung abgelaufen, auch weiter hoch. Ist extrem gutes Zeichen, dass hier entweder schon ein Brunnen ist oder dass hier eine Wasserader ist. Beziehungsweise eine Wasserader ist hier ziemlich sicher. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere, das habe ich im April vor nicht mal einem halben Jahr entdeckt. Und schaut euch mal an, wie fleißig er ist. Wir haben jetzt hier ein bisschen philosophiert, wie wir den Naturdamm am besten bauen. Wir versuchen nur diese Materialien zu benutzen, wo es geht. Und auf jeder Terrassenhöhe einen Teich zu machen. Das heißt, hier müsste man nur buddeln, hier müsste man was Richtiges bauen. Und wir werden auch einen Hühnerstall bauen. Und lieber Max, falls du dich an deine Spende erinnerst, den Maulbeerbaum hätte ich gerne im Hühnerstall. Wir sind jetzt hier an der Food Forest Design Schicht Nummer 3. Das heißt, hier will ich Obstbäume pflanzen. Und ganz hinten in der Ecke kommt der Hühnerstall hin. Das heißt, eventuell kommt dann dort auch der Maulbaubaum hin, den pflanze ich jetzt dann. Und was auch geil ist, jetzt fängt wieder die Baumpflanzsaison an. Wir haben Winter und lieber Max, vielleicht erinnerst du dich noch an deine Spende vor über einem halben Jahr, oder? Ich weiß gar nicht, wie lange das her war. Du hattest dir einen Maulbeerbaum und einen Sperrobaum gewünscht und ich habe seither den Maulbeerbaum gesucht und jetzt endlich gefunden. Normalerweise kostet ein Baum 7 bis 8 Euro, der hier hat 22 Euro gekostet. Den Nispero hatten sie nicht, aber jetzt habe ich einen Maulbeerbaum und der kommt dann zum Hühnerkäfig. Lieber Jan, vielleicht erinnerst du dich an das Video, wie ich das alles hier verschaltet habe. Vielleicht hast du es angeschaut und eventuell ist dir aufgefallen, dass ich nicht gezeigt habe, wie ich die Batterie verschaltet habe. Und da kommen wir jetzt zu deiner Spende von 11,11 Euro mit einer sehr geilen Bemerkung dazu. Vielen, 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 vielen Dank. Und zwar habe ich die Batterie nicht gezeigt, weil mir noch ein paar kleine Bauteile gefehlt haben.
Und das habe ich jetzt von deinem Geld gekauft. Vor allem die Kabelschuhe hier für 4 Euro, meine ich, haben mir gefehlt. Und das gibt es jetzt als Exklusiv-Content nur hier und für dich. Und das siehst du dann aber in einem anderen Video. Und das siehst du dann aber im Teil 3 oder Teil 4 der Solar-System-Reihe. Und dann will ich kurz auf eine Spende eingehen, die ich aber auch nicht zeigen werde und auch nicht viel darüber reden will, weil ich sowas eine Unverschämtheit finde. Mir wurden 10 Cent gespendet, 10 Cent, und eine E-Mail geschrieben mit dem Thema Gold suchen, dass jemand hierher kommen will, auf meinem Land Gold suchen will und mir das auch empfohlen wird. Tatsächlich hat mein Mitbewohner eine Goldsonde und Goldsuchgeräte. Das heißt, wo die Spende reinkam, dachte ich erstmal, geil, ich werde euch jetzt hier 30 Sekunden zeigen, wie ich hier Gold suche. Aber es kam so eine unverschämte, beleidigende Antwort. Ich denke mal, das war ein kleines Kind, was mir da geschrieben hat, oder ein pubertärender Junge. Deswegen wird es leider kein Goldsuchen jetzt hier geben. Von daher, bitte immer nett bleiben. So, lieber Hauke, jetzt geht's an deine 5-Euro-Spende. Ich blende es hier ein, auch wieder geiler Hinweis mit dazu. Und ich bin jetzt heute zum ersten Mal in der Baumschule meines Vertrauens. Hier sind die Bäume immer draußen im Freien. Das heißt, die haben echte Sonne, die haben die Witterung, die Temperaturen. Und somit gebe ich denen allen eine bessere Überlebenschancen, wenn ich die pflanze. Hier sind jetzt die Zitrusfrüchte. Ich suche aber, weil ich weiß, für 5 Euro wird es hier keinen Baum geben. Bäume pflanze ich immer ab 10 Euro. Da ich aber für dieses Video euch wirklich was Gutes bieten will, gucke ich jetzt nach einer Frambuesa, Himbeere. Ha, Volltreffer. Jetzt hatten wir nicht nur die Frambuesa für 4,50 Euro, sondern noch einen Zitronenbaum, den hat sich mein Mitbewohner gewünscht. Und einen Nispero, lieber Max. Jetzt haben wir deinen Maulbeerbaum und den Nispero, der 12,50 Euro gekauft. Und die kommen jetzt ins Regen, bevor das Wetter umschlägt. So Leute, damit ihr noch einen besseren Einblick bekommt, wie das hier so für mich die ganze Zeit ist. Genauso wie jetzt ist das Wetter jetzt schon seit 2-3 Wochen. Immer wenn ich anfangen will zu arbeiten, fängt es an zu regnen. Hier habe ich jetzt mal eure Bäume mit der Terrabretta-Erde, die ich selber gemacht habe. Und außerdem war ich noch was ausdrucken. Ich will jetzt hier schon mal anfangen, Lehrgänge zu geben für die Leute, die hierher kommen und hier arbeiten. Damit die sowas verstehen, was ein Hügelkultursystem ist, was Swales sind und so weiter. Und genau, außerdem dann noch für, kann ich hier zu viel zeigen, für meine Airbnb-Gäste, die dann eventuell hier im Zelt dort hinten übernachten werden, biete ich ab sofort Touren für meine Community an. Hier sind ein paar Leute in der Community, denen habe ich angeboten, dass ich, ohne davon was zu haben, Angebote mache. Das heißt, der eine bietet was an, damit der erklärt dann, wie er sein Lehmhaus gebaut hat. Eine andere Person gibt hier Massagen und so weiter. Also auch ein spannendes Titel. Und jetzt schauen wir mal, wie das Wetter wird. So, meine Freunde, der Regen macht mir die Arbeit ein wenig schwer. Ich sitze jetzt gerade auch in meinem Zelt im Regen und mache diese Voice-Over. Hier bin ich jetzt dabei, den Boden fertig zu machen. Auf der rechten Seite soll ja dann zukünftig auch der Eingangsweg in die richtige Toilette werden. Damit es aber jetzt schon nutzbar ist, mache ich dort alles richtig schön flach. Dort werde ich keinen richtigen Boden verlegen, sondern einfach nur begradigen, eine kleine Marmorplatte drunter, damit man sich auch stabil hinsetzen kann. Und dort plane ich auch schon den Abfluss Richtung Baum zu machen. Auf der rechten Seite pflanze ich jetzt dann gleich den schönen Zitronenbaum, den ich gerade gekauft habe. Und dann mache ich alles drumherum auch nochmal schön um dieses Duschfeld. Dort will ich alles mit Quarzstein, mit Kristall vollfüllen. Einmal, damit ich immer an die Wasserleitung rankomme vom Spülbecken, aber auch zum anderen, weil diese Wasserader, die da scheinbar rauskommt, wegfließen soll. Das wäre schade, wenn der Baum jetzt die ganze Zeit im Wasser schwimmt, so ein Zitronenbaum kann sowas nicht abhaben. Das kann ich euch aber jetzt nicht zeigen, es regnet die ganze Zeit. Das heißt, ihr werdet es in einem anderen Video sehen. Und einen wunderschönen guten Morgen. Ich zeige mich hier in meiner ganz privaten gammeligen Kleidung, früher morgen. Beziehungsweise wir haben schon 10 Uhr und es hat den ganzen Tag geregnet. Jetzt habe ich eine 10 Minuten Regenpause. Wer weiß, vielleicht eine ganze Stunde. Aber ich möchte jetzt noch auf was eingehen. Und zwar die 11-Euro-Spende mit der Kiste muss ich wann anders da machen. Ich brauche dazu echt einen ganzen Tag ohne Regen oder 2 Tage am besten. Zumal auch das ganze Bauholz nass ist. Eigentlich brauche ich jetzt echt mal so eine Woche ohne Regen. Weil ich will hier außerdem noch mehr verbauen. Ich möchte nicht nur die Sachen verbauen, was ich gezeigt habe,
sondern wieder zu dir, Frank. Du hast mir mal, ich weiß es nicht, ob es eine E-Mail war oder in einem Kommentar oder wie auch immer, unter Spannungsschutz einen Trennschalter empfohlen und ich finde den nicht. Und deswegen habe ich jetzt mal eine Amazon-Wunschliste erstellt. Dazu komme ich gleich, weil ich möchte hier auf jeden Fall noch einen Schalter machen, dass ich die Batterie immer an- und ausmachen kann, eine Sicherung und einen Unterspannungsschutz. Weil das ist wirklich ein guter Punkt, den du da erwähnt hast, Frank. Wir haben jetzt hier 13 Volt und durch diesen Sicherungskasten merkt das System nicht, wenn die Spannung auf 9 abfällt oder sowas. Und das ist jetzt schon ein paar Mal passiert, dass wir was laden hatten. Wir sind weggegangen und dann waren hier irgendwie 9,8 Volt. Ich mache jetzt so, dass wenn ich den Wechselrichter einschalte, ohne ihn zu nutzen, dann fängt er an zu piepsen bei 10 Volt. Dieser Ausgang hat auch, der schaltet auch automatisch ab bei 10 Volt. Aber sowas müsste ich mir kaufen. Und deshalb checkt gerne in der Videobeschreibung. Ich habe 2 Wunschlisten gemacht in Amazon. Dort könnt ihr, glaube ich, ich habe es noch nie getestet. Na, guck mal. Da sind wieder Fußgänger. Das ist so schlimm mit dem. Der bellt hier richtig an. Guck mal hier, Ander. Ander. So, das ist jetzt wie ein Uncut-Video. Also, ich habe in der Videobeschreibung eine Amazon-Wunschliste gemacht. Das sind die Sachen, die ich nicht selber bauen kann und die mir hier sehr, sehr helfen können. Das wären einmal die elektronischen Teile. Das heißt, ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Ich habe das noch nie gemacht. Ihr müsstet eigentlich auf den Amazon-Link klicken können. Und wenn ihr das dann bestellt, dann wird das, meine ich, direkt zu mir hierher geliefert nach Portugal. Dort habe ich zum anderen auch einen Wasserhahn für das Waschbecken. Das andere werde ich ja noch kaufen von den 20 Euro. Guck mal, Ander. Mal, schaut sich jetzt mal an. Ich gehe jetzt dann gleich zu einem Freund oder morgen und hole so Quarzsteine, dass das alles hier mit Kristallen vollgelegt wird. Und genau, das zeige ich euch dann noch in einem anderen Video. Dort habe ich auch ein paar Teile in die Amazon-Wunschliste gemacht. Dann checkt das gerne ab. Hier habe ich den Zitronenbaum übrigens gepflanzt. Und Max, dein Baum und auch Hauke, deine Himbeere, die werden wahrscheinlich im nächsten oder in 2 Wochen hier gepflanzt. Aber ich will erstmal den Teich bauen, dass ich alles vorbereitet habe, damit ich auch weiß, wo die Bäume hinkommen. Dann hoffe ich, dass euch dieses Oldschool-Style-Video wieder gefallen hat. Ich setze mich jetzt an den Schnitt und gucke, dass ihr das heute Abend habt. Jetzt hätte ich es fast vergessen, weil das hier ist eine ziemlich wichtige Sache, die ich brauche. Ihr wisst, ich will so ein Ladegerät so betreiben, dass ich das per Direktstrom, per Gleichstrom machen kann, ohne den Wechselrichter. Und dazu muss ich hier auf diese Diode 21,6 Volt bringen. Und für die Bosch-Ladegeräte scheinbar 24 Volt. Das heißt, ich brauche so ein Voltometer, nennt sich das, glaube ich, wo man genau die Voltzahl einstellen kann. Und das brauche ich echt, um das nächste Video über das Photovoltaiksystem zu veröffentlichen. Weil ich will zeigen, dass man solche Batterien auch ohne Wechselrichter laden kann. Und dann hinterlasst gerne ein Like. Wie gesagt, ihr könnt mir was über Amazon gerne direkt hierher bestellen. Wenn nicht, über PayPal eine allgemeine Spende mit einem Hinweis, so wie es hier in dem Video gezeigt wurde. Und dann sehen wir uns in einem Monat wieder, wenn ich euch wieder die ganzen Spenden zeige oder im nächsten Zuschauervideo. Danke, euer Robin.